Ja, liebe Leute, es geht heute mal wieder um ein super interessantes Torwart-Thema, Torwart-Training-Thema. Es geht darum, rechtzeitig fertig zu sein beim Schuss. Was ich damit genau meine, das kommt jetzt. Viel Spaß. Ja, liebe Leute, es ist Sonntag 18 Uhr, das heißt, es ist Fängerzeit und das heißt wiederum höchste Zeit, um mal wieder über ein schönes Torwarttraining-Thema zu sprechen. Ja, und heute geht es um ja, ein super, super wichtiges und mega großes Thema auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist es ein Thema, worüber kaum gesprochen wird. Ja, aber dazu gleich mehr. Es geht heute um das rechtzeitig fertig werden. Ihr wisst ja, wenn ich als Torwart einen Schuss erwarte, muss ich einen Bodenkontakt haben, um natürlich anständig reagieren zu können. Soweit die Theorie. Wenn man sich aber in der Praxis mal Bilder anschaut aus dem Training, dann ist es, oder aus dem Spiel, und das zieht sich über alle Leistungsklassen, wie gesagt, dann ist es oftmals so, dass die Torhüter, wenn man das sich mal in Kamerabildern, in Zeitlupe anschaut, ganz, ganz oft gar keinen Bodenkontakt haben und dadurch eben ganz, ganz viel Zeit verschenken, um auf den Ball zu reagieren, also Reaktionszeit. Ja? Warum wird da nicht viel drüber gesprochen? Ich habe ja gesagt, ist ein Riesenthema, wird kaum drüber gesprochen. Das ist natürlich relativ einfach. Man sieht es kaum. Ja? Es geht um Zehntelsekunden und man braucht ein sehr, sehr geschultes Auge, um das wirklich zu sehen. Ja? Oder man muss es eben filmen und sich dann im Nachgang einmal anschauen. Ja? Und wenn man dieses Thema abstellt, ja, das ist ein Riesenprozess, aber wenn man es abstellt, dann hat man die Chance, Bälle zu halten, die man sonst als Torwart auf jeden Fall nicht gehalten hätte. Ja? Und man spricht eben auch nicht drüber, weil es, wie gesagt, eben keinem auffällt. Ja? In der Endkonsequenz ist es immer so, dass der Torwart zu spät reagiert. Das sieht man ein Stück weit, aber warum das so ist, das geht natürlich immer unter, weil man das, ja, wie eben schon gesagt, total schlecht einfach sieht. Ich selber sehe es auch nicht immer, weil es, wie gesagt, um Zehntelsekunden geht. Ich sehe es dann eben nur auf den Videos und das macht mich als Torwarttrainer immer kirre, weil ich genau weiß, wenn du jetzt einfach stehen geblieben wärst, dann hättest du den Ball gehalten. Wir haben heute eine Trainingseinheit dafür, weil ich versucht habe, das mal in einer Trainingseinheit ein bisschen abzustellen. Aber was meine ich genau? Wir schauen hier mal einmal auf ein Foto aus einer Einheit von uns, die ist schon ein bisschen länger her, von Erik. Da sieht man das super, dass hier das Foto aufgenommen wurde zum Zeitpunkt des Schusses. Und man sieht hier wunderbar, die Füße von Erik sind eben komplett in der Luft. Ja, und das heißt also, der Ball legt erst ein paar Meter zurück, bis Erik wieder Bodenkontakt hat und dann eben reagieren kann. Und dadurch hat er eben super viel Zeit verschwendet. Selbiges hier für Marcel, gleiches Training, ähnliche Situation. Auch er hängt komplett in der Luft beim Schuss. Auch er verschenkt dir viel Reaktionszeit. Und das ist eben ein Thema, das müsst ihr als Torwarttrainer oder du als Torwart versuchen abzustellen, weil dann, ja, dann ist es einfach möglich, viel, viel mehr Bälle zu halten aus meiner Sicht, als wir das heute tun. Ein Indiz, was darauf hindeutet, dass ein Torwart zu früh oder zu spät den Bodenkontakt hatte, ja, ist dieses klassische Bild, das jeder von euch kennt, hier einmal von Timo Horn. Das ist dieses auf dem ganzen Fuß stehen und einfach den Ball hinterher schauen. Ja? Das ist so ein ganz klassisches Bild, was man oft sieht. Torwart hat das Ding, hat keinen Bodenkontakt gehabt, hat dadurch zu wenig Reaktionszeit gehabt und guckt den Ball nur noch hinterher. Das ist natürlich nicht immer so. Manchmal hat er auch wirklich keine Chance gehabt. Aber das ist so ein Indiz dafür, dass man zumindest mal schauen sollte, hat der Bodenkontakt beim Schuss oder eben nicht. So, jetzt habe ich genug gesammelt. Jetzt gehen wir einfach mal direkt in das Training rein. Ja, ich habe das immer versucht, im Aufwärmen schon so ein bisschen zu berücksichtigen. Und zwar gehen die Jungs hier durch die Leiter durch und kriegen nicht so wie sonst direkt danach einen Schuss auf den Mann, sondern sollen mir ein Stück weit entgegenkommen, bis ich eben schieße und dann eben stehen bleiben. Das ist so der erste Schritt zum Thema rechtzeitig fertig sein. Hier beim Aufwärmen. Ich kann deswegen so viel quatschen, weil ich in dieser Übung und auch in der danach folgenden Übung vergessen habe, das Mikro anzumachen. Das heißt, diese Übungen sind leider stumm. Aber später habe ich dann das Mikro wieder angehabt und deswegen werde ich auch hier, also werde ich dann auch weniger auf diesem Bereich hier labern.
Hier im Prinzip eine ähnliche Übung, auch wieder ein bisschen aufwärmen. Das heißt, es ist immer wichtig, dass man die Jungs in die Bewegung kriegt, weil sonst macht das rechtzeitig stehenbleiben natürlich wenig Sinn. Hier laufen sie eben auf Kommando zurück und erwarten dann den Schuss des anderen Torwarts. Die müssen eben dann stehen, obwohl sie vielleicht noch nicht die optimale Position und Distanz eben zum Schützen haben. Auch hier leider habe ich das Mikro noch nicht an, deswegen ist das Ganze stumm, aber ihr seht ja die Bilder in Farbe. Gut festgehalten, voll abgesprungen. Versuch beim Rückwärtslaufen auch schon, dass du nicht so zurückläufst, sondern nur ganz knapp über dem Boden schwebst und dann einfach stehen bleiben. Wir machen das mal anders. Du gehst gleich mal zurück, nicht laufen. Mach mal gleich einfach so. Und wenn er schießt, bleibst du einfach stehen. Ja. Im Prinzip musst du ja nur, du gehst ja so zurück und irgendwann siehst du, dass er schießt und setzt einfach den Schritt und bleibst so stehen. Mehr ist es ja eigentlich gar nicht. Aber man sagt das so einfach. Hep. Du bist wieder abgesprungen, aber es war schon ruhiger. So eine Scheiße. Hep! Geh! Ja, aber das war jetzt viel weniger, war viel besser. Du darfst ja dieses Zucken ruhig machen, ne? Aber versuch das runterzufahren. Hep! Das war in Ordnung. Jetzt schießen wir auch ein bisschen in die Ecken, Erik. Machen wir noch drei Stück. Hep! Du machst diesen Spreizsprung, den machst du immer. Du gehst immer so und egal wie der Ball kommt, machst du den. Und normalerweise musst du ja bei so einem Ball einfach nur zurückgehen und dich Schritt setzen und zur Seite wegkippen lassen. Du stehst aber dann schon viel zu breit in der Grundstellung. Das ist denn, ich meine, du hast ihn gut festgemacht, keine Frage, aber wir arbeiten ja auch bewusst an diesen Kleinigkeiten. Ja! Stehen! Gut. So, ein noch. Ja. Hep. Siehst du, dass bei ihm, dass das ein bisschen weniger ist? Er zuckt auch, so wie du, aber er springt nicht so hoch ab, genau. Und nicht so hoch abspringen heißt gleichzeitig nicht so viel Zeit verlieren. Hep. Gut. Hep.
Ja. Gut. Ja, und dann haben wir noch ein paar Übungen gemacht, die etwas spielnäher waren. Das heißt, wenn es um solche Dinge geht, ist es immer wichtig, die Jungs in Bewegung zu bringen, damit sie eben halt rechtzeitig stehen. Und hier war es eben so, sieht man ja sehr gut, dass man sie einmal von links und nach rechts oder eben umgekehrt geschickt haben, mit der Prämisse, immer rechtzeitig stehen zu bleiben. Und die Schützen hatten eben auch die Aufgabe, also in dem Fall ich oder der andere Torwart, auch wirklich zwischendurch zu schießen, so würde ich es mal sagen, und nicht zu warten, bis der Torwart die richtige Position erreicht hat, um eben da diese ganze Varianz reinzubekommen. Oh, den hau ich mir selber. Bin ja nicht gestanden. Ja, letztes Mal das richtig drauf ab, dann sieht man das auch. Das bringt dich auch voll, also es bringt euch auch vor allen Dingen komplett aus dem Gleichgewicht, ne? Also das ist alles scheiße. Gut. So, noch zwei. Gut. Wieder gesprungen. Gut. Versucht mal den Fokus wie ich nur darauf zu legen, auf eure Füße. Erstmal nichts anderes heute. Sonst im Spiel natürlich alles andere auch. So, vier Stück noch. Weiter! Gut. Scheiß drauf, Erik. Nächsten. Tempo hochreiten. Kessler, 16er. Extra Meter, Kessler, komm. Extra Meter. Komm, hoch, hoch, hoch. Gut. Noch zwei. Stehen bleiben, stehen, 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 stehen. Hast du ja den ganz kleinen Tipp da drin gehabt? Jetzt nicht. Der Sprung ist ja grundsätzlich in Ordnung, wenn ihr das hinbekommt. Aber dann passt es auch. Trotzdem rechtzeitig zu stehen. Hep! So, komm! Jo, damit wären wir auch schon am Ende von diesem sehr, sehr großen, interessanten Thema. Wenn du noch Fragen hast, dann gerne in die Kommentare. Und ja, zusammenfassend kann man einfach nochmal sagen, dieses Thema rechtzeitig fertig werden, Bodenkontakt haben, ist so, so mega wichtig für Torhüter und ja, wird so, so sehr vernachlässigt. Man sagt übrigens immer, rechtzeitig fertig werden ist viel, viel wichtiger
als die optimale Position zu haben und auch die optimale Distanz zum Schützen zu haben. Das heißt, ich sollte nicht versuchen, noch näher ranzurücken oder noch weiter wegzukommen vom Schützen, je nachdem, was ich gerade mache. Ich sollte immer versuchen, beim Schuss zu stehen, egal wo ich stehe, weil wenn ich in der Bewegung bin, dann kann ich eben nicht so adäquat reagieren, wie ich das sonst kann. Ja? So, jetzt sind wir am Ende für diesen Sonntag. Ich fand es wieder sehr cool, dass du reingeschaltet hast hier in der Fingerschmiede. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Restsonntag, eine schöne nächste Woche und dann sehen wir uns nächste Woche hier wieder um 18 Uhr Sonntag in der Fingerschmiede. Bis dann, mach's gut und ciao.